Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich wollte eine kurze, kompakte, also für meine Verhältnisse, Form von Grundlagen pflanzlicher Notnahrung nochmal machen. Das ist ein altes Video ursprünglich mal gewesen, ich bin da aber nicht mehr zufrieden mit und möchte jetzt für auch gerade für die neuen Zuschauer, die ja einige sind, nochmal auf das Wesentliche runterbrechen. Und Grundlagen meint, ich sage euch jetzt gar nicht, welche Pflanze man essen kann, sondern gebt mir so einen allgemeinen Überblick, was denn allgemein bei der Ernährung mit Pflanzen aus der Natur wohlmöglich in einer Notsituation zu beachten ist. Ja, vor allen Dingen in Notsituationen. So, damit legen wir auch gleich ohne große Vorgeplänkel-Geschichte los. Nämlich, was uns klar sein muss, wir haben weder einen Pansen, noch haben wir einen riesigen Blinddarm, in dem wir irgendwelche Gärungsprozesse ablaufen lassen können und damit sind wir nicht in der Lage, Zellulose zu verdauen. Ja, die können wir zwar essen und die geht dann auch irgendwo durchs Verdauungssystem raus, durch, kommt aber am anderen Ende wieder raus und liefert uns so gut wie überhaupt keine Kalorien. Im Gegenteil, kann sogar passieren, dass man dadurch hinterher weniger hat als vorher, weil der Verdauungsprozess als solcher energieaufwendig ist und das Zeug halt eben einfach so gut wie nichts enthält. Das gilt für so ziemlich alle grüne Pflanzenmasse. Also jeder erdenkliche Salat, den man sich draußen in der Natur zusammenstellen kann, besteht zu 97% aus Zellulose und liefert damit wirklich nur minimalste Mengen an Kalorien. Es gibt einige seltene Ausnahmepflanzen, wie zum Beispiel die Brennnessel, dann muss ich doch mal eine nennen, die hat tatsächlich Blätter, in denen so viel Eiweiß eingelagert ist für die ganzen Brennhaare und für die diversen Prozesse, die in der Brennnessel eine Rolle spielen. Das Brennnesselspinat sozusagen immerhin eine gewisse Menge von Kalorien, ich meine, es wären sowas um die 30 gewesen, aber nagelt mich da nicht fest, liefern kann. Das ist viel mehr als eine durchschnittliche Blattsalatmischung, die man sonst so in der Natur finden kann. Dabei so einer Blattsalatmischung auch immer ein gewisses Risiko besteht, dass da was drin ist, was auch nicht so gut verträgt, weil unser Magen ist recht empfindlich, würde ich das große Salatmampfen tendenziell sein lassen. Das kann aber doch von Vorteil sein, wenn man sich eingaukeln möchte, also für die Psyche, sich das Gefühl geben möchte, man hätte einen vollen Magen, den hat man dann auch, der liefert zwar immer noch keine Kalorien, aber du hast weniger Hunger. Wenn du mit dem Hungergefühl große Probleme hast, kann so eine große Portion Salat durchaus ein Thema sein. Zweitens, die Blätter enthalten jede Menge Wasser. Ist noch keine Wasserquelle verfügbar in einer Notsituation, kann man also auch ernsthaft drüber nachdenken, ob man einfach sich einen Haufen Blattgrün reinhaut und das Wasser, was da drin ist, für sich zu nutzen. Bei wirklich reiner Blattmasse ist der Wassergewinn größer als der Wasserverlust durch die Verdauung. Das führt zwar nicht dazu, dass man nie wieder was trinken muss, aber es kann einem schon sehr, sehr helfen in wasserarmen Lebensräumen. Dann allerdings ist auch die Blattmasse, die man zur Verfügung hat, meistens eine sehr, sehr, sehr feste Struktur, die man nicht so einfach zerkaut und runtergeschluckt kriegt, die auch gar nicht so viel Wasser dann enthält. Also jeder hat Wassermangel in Wassermangelökosystemen, auch die Pflanzen. Und daher ja, ist das nur so begrenzt hilfreich. Drittens, die enthalten theoretisch auch einen Haufen Vitamine, aber daran hat man keinen Mangel, wenn man sich aus der Natur ernährt. Dazu komme ich aber gleich noch. So. Also, grüne Pflanzenmasse hilft uns zumindest mal für die Kalorienversorgung nicht weiter. Und die Kalorienversorgung ist auch das, was uns zuallererst vielleicht nicht unbedingt umbringt, aber saumäßig schlapp macht und es schwierig macht, noch weiter irgendwie handlungsfähig zu sein. Vitamine spielen erst viel später eine Rolle. Kalorien sind erstmal das Wichtigste, beziehungsweise der Brennwert genau genommen. Man kann den und sollte den ja eigentlich auch in Kilojoule angeben, aber nach wie vor redet ja jeder von Kalorien, inklusive mir. Gut. So, und wo stecken jetzt, wenn wir Zellulose nicht verdauen können, die grünen Pflanzenteile nicht verdauen können, wo stecken dann die für uns verdaubaren Teile drin? Das wissen wir alle. Was essen wir denn so? Wir essen Knollen, Wurzeln, Samen, Beeren, Nüsse, all so ein Zeug. Ja? Also entweder Speichergewebe oder Reproduktionsgewebe, sage ich jetzt mal. Meistens Embryonen zum Beispiel. Eine Nuss ist nichts anderes als ein pflanzlicher Embryo, zumindest ein Teil der Nuss. Das Zeug ist alles interessant, alles andere erstmal nicht so.
Ja, das heißt, ganz wichtig, man braucht nicht seine Zeit damit zu verschwenden, sinnlos, sofern man genug Wasser hat, Grünzeug in sich reinzustopfen, außer man will, braucht es psychologisch, ja, aber dann trotzdem muss man früher oder später sich darum kümmern, dass man auch Sachen findet, die man verdauen kann. So. Das wäre schon mal wichtig. Nächster Punkt. Diese wertvollen Pflanzenbestandteile, die für uns verdaubar sind, Samen, Nüsse, Wurzeln, Rüben, Möhren, all sowas in die Richtung, die haben fast immer in irgendeiner Form irgendwas eingebaut, mit der die Pflanze, der das Ganze gehört, verhindern möchte, dass das gefressen wird. Es gibt Ausnahmen. Ja, die sind dann aber gar nicht so effizient. Zum Beispiel Beeren, die gefressen werden sollen. Himbeeren, Blaubeeren, Heidelbeeren sind dasselbe. Brombeeren, Erdbeeren, all so ein Zeug. Ja, das will gegessen werden, soll gegessen werden, damit die Samen dann von demjenigen, der es gegessen hat, halt irgendwo anders fallen gelassen werden mit einem Häufchen Dünger und das dann woanders wieder keimen kann. Aber wichtig, die Pflanzen, die auf diesem Wege sich vermehren wollen und ausbreiten wollen, für die ist das umso effizienter, je leckerer ihre Beere zum Beispiel schmeckt, aber auch je weniger Zucker und für uns verwertbare Nährstoffe da drin sind, weil das ist auch für die Pflanze teuer. Das führt dazu, dass die meisten Bio-Beeren, die wir draußen so in der Natur finden können, irgendwas so um die 30 bis 60 Kalorien pro 100 Gramm haben. Soll heißen, man muss da richtig viele von mampfen, wenn man davon leben möchte. Das muss einem klar sein, da muss der Wille dann vorhanden sein, so viel davon zu essen. Aber die haben halt eben den großen Vorteil, dass da im Regelfall nichts drin eingelagert ist, was in irgendeiner Form auch nicht bei großem Verzehr in großer Menge auf uns giftig wirkt. Ja? Also das kann wirklich bedenkenlos in den allermeisten Fällen gegessen werden. Man muss natürlich wissen, welche Beeren essbar sind und welche nicht. Gibt ja auch durchaus welche, die für uns Menschen ungenießbar sind oder sogar giftig. Da muss also ein gewisses Know-how da sein, aber dazu kommen wir auch dann gleich noch. So, bei allem anderen, was nicht freiwillig von der Pflanze hergegeben wird, um zur Reproduktion zu dienen. Da wird mit Sicherheit fast immer irgendwas drin sein, was verhindert, dass das im großen Stil gefressen wird. Das sind oft Gerbstoffe oder Tannine oder beides. Ja, Tannine sind auch nur so ein Unterbegriff von verschiedenen Gerbstoffen, egal. Jedenfalls, das sind Materialien, die quasi die Nahrungspartikelchen im Darm zusammenkleben lassen, zu so einem unverdaubaren Brei zusammenkleben, den wir dann nur noch sehr schwer verdauen können. Für Insekten ist das durchaus tödlich. Die sterben dann quasi an Verstopfung, weil sie mit diesem Brei gar nichts mehr anfangen können. Wir haben ein etwas komplexeres, etwas leistungsfähigeres Verdauungssystem als ein Insekt und kriegen da schon noch einige Nährstoffe raus. Aber wenn man ständig tanninhaltiges Zeug oder gerbstoffhaltiges Zeug futtert, hat man irgendwann auch übelst Verstopfung. Ja, schlicht und ergreifend. Drum haben unsere Vorfahren gebändigt das Feuer. Denn wenn man das Zeug jeweils vorher heiß macht, wird es erheblich leichter verdaubar. Damit merken wir uns also zweite wesentliche Sache. Erstens, wir brauchen Reproduktions- oder Speicherorgane. Und zweitens, wir müssen die vorher heiß machen, bevor wir die essen können. Also gilt für jede Form von Nahrung aus der Natur, wenn es irgend möglich ist, gerade auch für ein langfristiges Überleben, macht sie heiß. Kocht sie, bratet sie. Braten wäre natürlich einfacher, weil dafür braucht man keinerlei Kochgefäß. Kochen ist ein Thema, wenn man keinen Kochtopf oder ähnliches hat. Die antiken Möglichkeiten des Kochens ohne Gefäß bestehen darin, dass man entweder eine Grube in den Boden anlegt, die versucht irgendwie wasserdicht abzudichten, was am einfachsten geht, wenn man zum Beispiel irgendeinen Elch erlegt hat und dem seinen Magen verwenden kann. Elchmagen, wunderbar geeignet für sowas. Ja, wenn nicht, reicht auch ein Hirsch und ja, ein Reh ist halt ein bisschen klein. Wie dem auch sei, falls man sowas zur Verfügung hat, dann kann man das eben auch in diese Kuhle reinlegen. Eine Kuhle braucht man trotzdem. Und da legt man dann eine kleine Schicht Sand unten auf den Boden und auf diesen Sand packt man jetzt im Feuer heiß gemachte Steine. Und Wasser natürlich. Also erst Wasser, dann im Feuer heiß gemachte Steine. Wichtig ist die Sandschicht deswegen, damit man sich seinen Magen nicht kaputt macht. Also nicht seinen Magen, also nicht den hier, sondern den externen von jemand anders, den man sich ausgeliehen hat und nicht vorhat, ihn zurückzugeben. Diesen Magen sollte man nicht kaputt machen. Ja, und da packt man dann jedenfalls auf den Sand heiße Steine. Die heißen Steine machen das Wasser irgendwann heiß und dann kann man sich ein Süppchen kochen. Das wäre so die Steinzeitmethode der Kochtopf-Alternative. Weil tatsächlich hatten die Altsteinzeitler noch keinerlei
Metallleihgefäße, das kannte man damals noch nicht. Ja, so, und das wäre so eine Option. Also wenn irgend möglich, kochen. Gilt vor allen Dingen auch für tierische Notnahrung, sollte man da irgendwie rangekommen sein. Insekten lassen sich in vielen Fällen auch roh verzehren. In vielen Fällen grundsätzlich gilt nichts Buntes, nichts Auffälliges, nichts Haariges. Immer nur schön die unscheinbaren weißen Maden, zum Beispiel Mehlwürmer, alles was so ein bisschen nach Mehlwurm aussieht, so in die Richtung, das kann man gebrutzelt relativ gut essen. Ich habe inzwischen da auch ein paar Experimente machen dürfen und muss sagen, wenn man sich da wirklich klar macht, dass das super toll verwertbare, im Grunde auch super gesunde Proteine sind und der Ekel, den man dafür möglicherweise empfindet, einfach nur anerzogen ist, dann funktioniert das meiner Erfahrung nach ganz gut. Gerade bei den einigermaßen einsteigerfreundlichen Insekten. Das muss ja nicht gleich, was weiß ich was für ein Vieh sein. Ja. So, und alles gebraten, immer besser. Immer, immer, immer. Dann, soweit sind wir jetzt eigentlich schon ganz gut dabei. Wir haben jetzt also eine Quelle gefunden für Zeugs, was wir erstens verdauen können, was wir zweitens kochen und erbraten können, um eben das Ganze dann leichter verdaulich zu machen und gegen die Anti-Verdauungsinhaltsstoffe vorzugehen. Und jetzt ist das Nächste. Natürlich müssen wir bei der Auswahl unserer Nahrung jetzt noch irgendwie sicherstellen, dass wir nicht irgendwas erwischt haben, was nicht nur schwer verdaulich ist und nicht nur verdauungshemmende Inhaltsstoffe enthält, sondern sogar Gift. Ja? Und dafür gibt es jetzt diverse Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, das wäre am idealsten, man kennt alles und jede Pflanze der näheren Umgebung und weiß exakt, was essbar ist und was nicht. Das ist sehr löblich und ganz toll, wenn das der Fall ist, aber das ist sicherlich nicht bei jedem der Fall und nicht jeder hat die Zeit oder die Muße, sich da alles entsprechend anzueignen an Wissen. So, dann Möglichkeit 2, erheblich leichter ist, man lernt die tödlichen Giftpflanzen. Das sind nämlich weniger als die potenziell anderen Pflanzen, also die potenziell essbaren. Ob die jetzt sinnvoll essbar sind oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber wenn man so die allertödlichsten Giftpflanzen mal gelernt hat, und das reicht die allertödlichsten, die nur so ungemütlichen, sage ich mal, die einem halt Bauchweh machen und so weiter, die überlebt man ja. Dann hast du halt ein bisschen was davon gegessen, dann hast du Bauchweh, dann lernst du, okay, das esse ich nicht mehr. Dann geht es dir aber nach ein paar Stunden auch wieder gut, hoffentlich, und dann kannst du weitermachen. Ja, also da ist die Katastrophe nicht allzu groß. Es gibt aber auch durchaus eben Pflanzen, die so giftig sind, da probiert man und dann ist man tot. Und darum ist das so ein bisschen ein Knackpunkt. Möglichkeit 1, nochmal, man kennt alle Pflanzen. Möglichkeit 2, man kennt zumindest mal die tödlichen Giftpflanzen. Möglichkeit 3, man hat überhaupt keine Ahnung, was von den Pflanzen, die hier in der Gegend rumstehen. Und dann gibt es bloß noch den sogenannten Genießbarkeitstest. Der ist die schlechteste aller Lösungen, aber ja, vielleicht eventuell besser, als langfristig dann doch zu verhungern. Genießbarkeitstest heißt, du nimmst dir ein Stück einer Pflanze, die in deiner Umgebung zu finden ist, und riech's erstmal dran. Riecht sie nicht komisch? Okay. Dann schmierst du dir möglichst den Saft der Pflanze, zerdrückst das Blatt ein bisschen, das Material, was du von ihr entnommen hast, schmierst du dir auf die Haut. Wartest ein paar Stunden, kriegst du keinen Ausschlag? Okay. Dann probierst du eine winzige Menge. So ein kleiner Fingernagel, ne? Kleiner Fingernagel, so rum. Sowas dieser Größe. Wartest ein paar Stunden, dir geht's noch gut, du merkst überhaupt nichts, du probierst die doppelte Menge. Wartest wieder ein paar Stunden, dir geht's noch gut, du merkst überhaupt nichts, du probierst nochmal die doppelte Menge. Und immer so weiter, wie geduldig man ist, wie lange die Zeiträume zwischen den einzelnen Probiererchen sind, das muss man selber entscheiden. Das hängt davon ab, wie verzweifelt nach Nahrung man sich sehnt. Davon abgesehen ist die Frage, ob die Pflanze einem überhaupt weiterhilft als Nahrungspflanze. Ja? Also man sollte für sowas auch immer nur dann eine Pflanze auswählen, wenn man die Pflanze vorher von oben bis unten untersucht hat. Besonders bis unten heißt die Pflanze auch ausgegraben und geschaut, ob die eine für uns möglicherweise nahrhafte Speicherwurzel enthält. Ja? Und erst dann wird es interessant. Wenn das einfach nur ein Salat ist, den man da gerade probiert und Tage investiert, bis man rausgefunden hat, ob der jetzt nun wirklich in großen Mengen verträglich ist oder nicht, das lohnt sich nicht. Also ganz wichtig, Genießbarkeitstest nur bei Pflanzen, die die Mühe auch wert sind. So,
Und dann haben wir allerdings bei diesem Genießbarkeitstest jetzt immer noch das Problem, wenn wir eine random Pflanze nehmen, dann könnte es eben auch eine von den tödlich giftigen sein, die so giftig sind, dass sie entweder erst spät wirken und wir dann schon bei so einer großen Menge angekommen sind und die schon ausreicht, um uns umzubringen. Oder sie könnte insofern ein Problem sein, dass tatsächlich selbst die kleinste Menge, selbst der Fingernagel in Anführungszeichen, bereits vielleicht noch nicht tödlich giftig ist, aber uns doch so weit ins Koma befördert, dass wir in einer Notsituation nicht mehr wirklich was machen können. Ja? Und so Pflanzen gibt es, zum Beispiel der blaue Eisenhut, der rote Frauenschuh, digitales Purpurea, der gelbe Eisenhut, der reicht da auch schon aus. Ja, zum Beispiel Maiglöckchen langt nicht ganz, dann bräuchte man eine etwas größere Menge, geht aber auch in die Richtung. Also wir haben durchaus einheimische Pflanzen, die giftig genug sind, dass man den Genießbarkeitstest in der klassischen Form nicht überlebt. Darum, wenn man darauf angewiesen ist, doch den Genießbarkeitstest anzuwenden. Genießbarkeitstest Plus nenne ich es jetzt mal. Ja? So was Ähnliches wie 2G Plus. nee. Und zwar erstmal die Pflanze, die man überlegt zu probieren. Ja? Da habe ich ja schon gesagt, die muss nützlich sein, sie muss eine Wurzel haben, die irgendwie so aussieht, als könnte die Stärke enthalten. Das ist wichtig. Dann ist wichtig, gucken, frisst an der Pflanze wer anders. Wenn an dieser Pflanze keinerlei Fraßspuren von irgendeinem anderen Tier, größtenteils Insekten, zu finden ist, dann muss man sich Gedanken machen. Zweitens, steht da, wo diese Pflanze steht, noch anderes Zeug, was möglicherweise essbar wäre? Wenn man nämlich auf einem weiten Feld nur diese eine Pflanze findet und sonst wächst da komischerweise gar nichts, dann macht diese Pflanze irgendwas, damit sie als einzige da stehen kann. Das könnte zum Beispiel sein, ich bin tödlich giftig, alle anderen, die hier stehen, waren es nicht, deshalb sind sie gefressen worden und ich bin noch da. Ja? Das sind so die wesentlichen Merkmale. Dann sollte diese Pflanze auch in einer großen Menge verfügbar sein, dass sie nicht besonders selten ist. Oft sind super giftige Pflanzen durchaus nicht sehr, sehr häufig vorkommen, weil das viele Gift, was sie produzieren müssen, recht teuer ist und so damit einfach nur langsames Wachstum haben. Nützliche Pflanzen sind oft auch sehr groß, eher groß als klein, weil die ganz, ganz kleinen, erstens, wo sollen die bitte schön viele Nährstoffe einlagern, wenn sie winzig sind? Zweitens, die sind meistens deswegen so winzig, weil sie nebenher noch teures Gift produzieren müssen. Während eine Riesenpflanze, die setzt eher auf, ich wachse so schnell, ich wachse allen, die mich fressen wollen, davon. Und wenn mir jemand 3 Blätter wegkaut, dann mache ich halt 5 neue, weil ich so schnell wachsen kann. Dafür habe ich überhaupt keinen Abwehrmechanismus und gleiche verlorenes Material, also weggekautes Material, einfach durch neues Material aus. Sowas wäre ideal. Sowas wollen wir finden. Ja? Und die dann noch Möglichkeit außerdem noch eben den Winter damit übersteht, dass sie sich in eine Speicherwurzel zurückzieht und die buddeln wir dann aus und dann ist alles wunderbar. Ein Beispiel ist die große Klette. Googelt die mal, wenn ihr wissen wollt, wie die aussieht. So, die hat nämlich eine richtig, richtig fette Speicherwurzel oder der Löwenzahn schlicht und ergreifend. Aber was ganz Simples wie der Löwenzahn gekocht bzw. gebraten, hat der der kann eine gigantische, wirklich super lange Wurzel, einen Meter lang kann die sein, haben und gebraten schmeckt die wie eine riesige Nudel. Ja, also nicht ganz, aber man kann sich's einbilden. Jedenfalls enthält sie durchaus Kalorien und spielt eine Rolle für die Ernährung in Notsituationen. So. Ja, tatsächlich, das sind so die wesentlichen Basics. Nochmal, ich kann nicht oft genug betonen, im besten Fall weiß man, was man futtert, aber wenn man es eben nicht weiß, dann sollte man zumindest die giftigen Sachen kennen und wenn das auch nicht der Fall ist, dann sollte man gesunden Menschenverstand einsetzen, um nur die Pflanzen mittels Genießbarkeitstest zu testen, die das auch wert sind und die nicht ganz verdächtig nach giftig aussehen. Außerdem gilt grundsätzlich besonders hübsche Pflanzen mit schönen Blüten, die sind auch oft Giftpflanzen. Ganz, ganz oft. Ja, nicht immer, aber ganz, ganz oft. Ja. So, dann wäre das Thema Pilze noch zu erwähnen. Das taucht auch immer wieder auf bei der pflanzlichen Notnahrung. Was ist denn mit den tollen Pilzen? Da scheiden sich die Geister. Da gibt es verschiedene Empfehlungen verschiedener Leute. Ich gehöre zum Lager Pilze lieber nicht. Was man wissen muss, ein Pilz ist eigentlich ein fadenförmiger Organismus, der in Form von einem riesigen Netzwerk aus Fäden in einem Substrat lebt. Das kann sein Boden, das kann sein Holz, das kann sein theoretisch auch ein Tier, ein verwesendes oder ein noch lebendes, dann wäre es ein Parasitär.
sekundärer Pilz, völlig wurscht. Das ist der eigentliche Pilz. Ja? Was wir sehen, was wir sammeln, das ist der Fruchtkörper. Das ist nur das Reproduktionsorgan sozusagen vom Pilz. Und der Fruchtkörper als solcher erfüllt meistens nur die Funktion, dass der Pilz halt nicht nur auf Erdbodenniveau seine Sporen rauslässt, die dann so weit fliegen, sondern die stehen ein bisschen weiter oben und er kann seine Sporen hier jetzt rauslassen, dann fliegen die schon so weit. Erheblich besser als Piu. Ja? Das ist der Sinn und Zweck eines Pilzes, der als Pilzkopf in der Gegend rumsteht. Ja, das ist einfach nur eine Startrampe sozusagen, eine Abschussplattform, wenn du es so nennen möchtest. Die wenigsten Pilze legen es darauf an, dass ihr Pilzkörper, ihr Fruchtkörper, nennt man diesen, das, was wir als Pilz bezeichnen, was wir im Walde einsammeln, ne, das ist der Fruchtkörper, die legen da keinen Wert drauf, dass der gefressen wird. Und wenn der doch mal gefressen werden sollte, dann ist es für den Pilz umso besser, dass da möglichst wenig wertvolles Zeug in dem Pilzkörper drin, Fruchtkörper, meine Fresse, drin steckt, was dem Pilz dann fehlt, ja. Würde der also einen hochkalorienreichen, super gesunden, eiweißreichen, fetttriefenden, super Fruchtkörper dahinstellen, würde es für den Pilz erstens überhaupt keinen Sinn machen und zweitens, ja, dann hätten wir da was Tolles zu essen gefunden. Aber da es für den Pilz umso besser ist, je billiger der Fruchtkörper produziert ist, stecken da nicht viele Kalorien drin, da stecken auch nicht viele Vitamine drin und da steckt auch sonst nicht viel drin, was man wirklich in größeren Mengen unbedingt benötigen würde. Ja? Ein bisschen was ja und man kann Pilze super lecker finden, das ist gar keine Frage. Ja? Und psychologisch kann es auch durchaus von Vorteil sein, wenn man eben so super leckere Pilze da im Walde mampfen kann in einer Notsituation. Hinterher geht es einem toll und das ist ein richtiges Thema. Aber das Risiko bei nicht 100% sicher sein, was das für ein Pilz ist, dass er tödlich giftig ist oder auch einfach nur einen ins Koma befördert oder solche Späße. Das Risiko ist meistens den Gewinn von den paar Kalorien, die der liefert, nicht wert. Pilze haben sowas auch zwischen 20 und 40, maximal 50 Kalorien pro 100 Gramm. Und ja, dabei bleibt immer noch das Risiko, dass man halt doch mal einen Giftpilz verwischt hat. Also für Leute, die ohnehin wirklich Pilze super gut identifizieren können und sich da richtig, richtig, richtig auskennen, sind die ein zusätzliches Goodie. Das wird wahrscheinlich nicht zwischen Leben und Sterben unterscheiden, ob man zusätzlich noch Pilze als Nahrungsquelle zur Verfügung hat oder nicht. Aber ja, sie sind ein zusätzliches Goodie. Aber Leute, machen wir uns klar, mehr als ein zusätzliches Goodie sind sie nicht. Sie sind nicht entscheidend. Ja? Man wird sie auch wahrscheinlich nicht übers Jahr verteilt in den gigantischen Mengen finden, dass man sagen kann, ich mache mir 8 Kilo Pilzeintopf am Tag und dann mag der pro 100 Gramm nur 20 Kalorien haben. Aber hey, es waren ja 8 Kilo. Ja, okay. Ja? Und in den seltenen Fällen, wo das funktioniert, mag das gehen. Aber ansonsten, ich würde mich nicht drauf versteifen, jetzt unbedingt Pilze zu lernen und Pilze kennenzulernen, weil man davon ausgeht, dass man damit einen signifikanten Überlebensvorteil hat. Da ist man doch bei pflanzlichem Material deutlich besser dran. Insbesondere, was ist denn jetzt tolles pflanzliches Material, was wir in Deutschland so finden können? Wenn wir es irgendwie bis zum Herbst schaffen, dann kannst du dir Eicheln und Bucheckern hoffentlich so viele anlegen, wie du lustig bist. Die kannst du auch bevorraten für den Winter. Das kannst du mit Pilzen nicht. Und kannst mit Eicheln und Bucheckern. Eicheln muss man übrigens vorher auslaugen, also erstmal im Wasser sehr lange liegen lassen, dann hinterher noch brutzeln, damit die essbar werden bzw. zu einem essbaren Mehl verarbeitet werden können. Das ist recht umständlich, aber ist immer noch besser als zu verhungern und die sind halt in beliebig großen, wirklich, wirklich großen Mengen verfügbar, sofern dann gerade einigermaßen ein Mastjahr ist im Jahr, ein Mastjahr ist im Wald. Bucheckern haben auch richtig viele Kalorien pro 100 Gramm, die sind zwar mühsam zu sammeln, man wird da aber immer besser drin und man kann definitiv mehr Kalorien dabei gewinnen, als man ausgeben muss fürs Sammeln. Und wenn man dann noch irgendwo ist, wo es Esskastanien gibt, dann hast du ausgesorgt. Die sind auch roh sofort essbar. Die haben richtig viel Zucker, richtig viel Kohlenhydrate, sind richtig lecker und lassen sich problemlos in beliebigen, gigantischen Mengen, wenn sie irgendwo ordentlich rumliegen, sammeln und da kommt man problemlos durch den Winter, wenn man Maroni anlegen kann, ja, und sich dann auch gleich noch ein Depot anlegen kann. Die sind nicht ganz einfach zu konservieren, aber das sollte dann möglich sein. Das führt aber an dieser Stelle auch zu weit. So, Vitamine.
Ja, neben Pilzen sind Vitamine und Mineralstoffe nochmal so ein Thema, was dauernd angesprochen wird. Muss man jetzt unbedingt sich darum kümmern und unbedingt nach irgendwelchen besonders vitaminreichen Pflanzen suchen? Nö. Ja, das ergibt sich durch die Art der Ernährung, dass man alle essbaren Pflanzenteile, die man irgendwo finden kann, das sind 17 verschiedene, so umfangreich ausgewogen und speziell und auf wirklich gute Nährstoff enthaltende pflanzliche Embryonen als Hauptnahrung. Ja, da ist alles drin, sämtliche Nährstoffe, Spurenelemente, Vitamine und so weiter und so fort, bis auf ganz, ganz wenige, wie eben das B12, was sich in Pflanzen nicht findet. Aber da ist fast alles drin und so gesund wie in einer Survival-Situation mit pflanzlicher Notnahrung kann man sich fast nicht ernähren. Ja, also Pommes und Cheeseburger und so ein Zeug, vergiss es. Das ist nahezu unmöglich. Du bist da quasi auf Vitamin-Mineralstoff-Niveau eines Veganers und kaufst dir hin und wieder hoffentlich mal noch irgendeine Made und sowas rein für Vitamin B12. Ne? Also da muss man sich überhaupt keine Gedanken zu machen. Und bei kurzfristigen Überlebensvorhaben in der Natur muss man sich erst recht keine Gedanken machen, bevor man von irgendeinem Vitamin oder Mineralstoff wirklich eine Mangelerscheinung kriegt. Also so, dass es einem wirklich problematisch werden könnte. Es sei denn, man hat irgendeine Krankheit, Stoffwechselkrankheit und so weiter und so fort. Aber als gesunder Mensch, das dauert viele, viele Wochen, bis da mal irgendwelche Mangelsymptome erscheinen. Zum Beispiel Skorbut, das dauert Monate, bis du Skorbut bekommst. Und zwar auch nur dann, wenn du überhaupt kein Vitamin C zu dir nimmst. Also solche Vitaminmangelerkrankungen, die werden heutzutage schwer überschätzt. Insbesondere, wenn man eben nicht auf hoher See von Zwieback und Bökelfleisch lebt. Ja? So, also, das sind so die Grundlagen der pflanzlichen Notnahrung, ja? Ohne allzu viele Beispiele. Das ist zu beachten, wenn man daran sich immer schön hält, dann kommt man einigermaßen durch. Wie viel es davon jetzt jeweils gibt, von den nährstoffreichen Pflanzenbestandteilen in der jeweiligen Landschaft, in der man unterwegs ist, das ist nochmal ein anderes Thema. Zum Beispiel eben in Deutschland im Frühjahr hat man Schwierigkeiten, weil da muss das Zeug aus dem Winter ja erstmal wieder sichtbar werden. Da muss das erstmal wachsen, wenn es dann aufgetaucht ist. Das ist ja nicht, das macht ja nicht plopp und steht dann da und dann kannst du es aufmampfen, sondern das macht plopp und dann wächst es ganz langsam und dann kannst du es erst aufmampfen. Daher wirst du dir dann auch die Überwinterungsknollen noch versuchen auszubuddeln bei den jungen Trieben, die da rauskommen. Zum Beispiel ein Bärlauch. Ein frisch gekeimter Bärlauch hat noch relativ viel Energie in seiner Knolle im Boden. Dann buddelt man sich die aus und mampft die Knolle. Dann stinkst du zwar den Rest deines Lebens, aber das wäre zum Beispiel eine mögliche Nährstoffquelle im Frühjahr. Im Sommer ist dann so ein Thema, da sind dann viele Sachen schon reif, die ersten Samen sind schon reif und spätestens wenn die Brennnessel eben auch noch Samen enthält, dann kann man erstmal aus dem vollen Brennnesselsamen mampfen bis zum Abwinken, da ist jede Menge Öl, jede Menge Fett drin für pflanzliche Verhältnisse und damit kann man sich dann schon auch sogar einen Vorrat anfuttern. Man kann die Blätter selber essen, man kann sich Brennnesselspinat machen, eben Brennnesselsamen anrösten, Brennnesselblätter frittieren, sofern man Frittierfett irgendwo gefunden hat, haha, man kann vorher einen Bär erwürgen und dann aus dem Bärenfett, Frittierfett und das geht. Ja, und solche Späße. Wie gesagt, wenn man es bis zum Herbst schafft oder sowieso gerade im Herbst draußen landet, weil man im Schwarzwald mit dem Flugzeug abgestürzt ist, wenn da gerade die Maroni reif sind, ja, super realistisch, dann hat man ohnehin keine Schwierigkeiten und kann da dann eben anhand von Nüssen und so einem Zeug oder auch Äpfel, wenn man irgendwo, nachdem die Zombies den Apfelbauern gefressen haben, kann man dem seine Äpfel entsprechend verwenden und auch Walnüsse natürlich am Wegesrand finden, Haselnuss selbstverständlich, immer am Waldrand vor allen Dingen zu finden. Unsere heimische Haselnuss ist nicht ganz so ertragsreich wie die Kulturhaselnuss aus Italien. Die meisten Haselnüsse, die wir so kriegen, sind aus Italien. Aber die schmeißt auch genug runter, dass das ordentlich was liefert. Übrigens aber zum Beispiel auch Haselnüsse müsste man vorher nochmal rösten, bevor man die in größeren Mengen, also gerade die Wildhaselnuss, bevor man die in größeren Mengen verzehren kann. Das gleiche gilt für Bucheckern, das gleiche gilt für Eicheln. Außer Maroni ist eigentlich so ziemlich jede Nuss, die man so finden kann, mit irgendeinem Gift oder irgendeinem Verdauungshindernis ausgestattet, was den Verzehr in großen Mengen schwierig macht. Ja. Gut, aber jetzt
habe ich es im Grunde. Die wesentlichen Knackpunkte und Eckpunkte habe ich erklärt. Die einzelnen Pflanzen jetzt zu kennen, das ist eben die Kür, ja, und die Giftpflanzen, das würde ich fast sagen, ist Pflicht. Und wenn man sich dann halt wirklich auf den Genießbarkeitstest verlassen muss, weil man irgendwo ist, wo man noch nie gewesen ist, wenn man halt wirklich im tropischen Dschungel abgestürzt ist oder irgendwie solche Späße, ja, dann zumindest die paar Tipps, die dazu noch relevant sind, verwenden. Aber der Genießbarkeitstest ist der allerletzte Ausweg, wenn gar nichts anderes mehr geht. Auch nicht vergessen, man kann als normal dicker Mensch durchaus sehr, sehr, sehr lange mit minimalster oder mit gar keiner Nahrung auskommen. Also so 2 bis 3 Monate ist für die meisten Leute eigentlich relativ unproblematisch. Gut, ich bedanke mich, bin raus und glaube ich diesmal mit diesem Video auch erheblich zufriedener. Da gab es doch zu viele in der alten Version. Macht's gut, tschüss.